meine Funke mal hier oben und schmeißen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Neue Woche, neue Glück und auch herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben Montag, es ist 6:30. Draußen ist noch dunkel, aber es wird langsam. Wir haben minus 2 Grad, also ein bisschen Frost haben wir noch gekriegt. Ich werde jetzt losfahren gleich, also eine halbe Stunde eigentlich, wenn man so will, zum Kunden. Ich habe noch meine Tabladung. Und von daher muss ich die erstmal loswerden. Ich weiß noch nicht, wohin ihr geht, aber das lasse ich euch nachher dann gleich wissen. Erstmal meine Fuhre loswerden. Eingeräumt habe ich schon soweit. Ich muss jetzt noch die Schriftkammer erst vorbereiten für diese Woche. Das dauert noch einen Moment. Weil ihr wisst ja, abends habe ich im Prinzip keine Lust dazu machen. Abends will ich einfach nur abschalten. So einfach. Hoffe euch jetzt gut. Vielen, vielen Dank an alle, die dazugekommen sind. Und jetzt muss ich auch mal sagen, und da gibt es ein dickes Lob rüber zu Mike on the Road. War erst letzte Woche nicht so richtig, oder Freitag sagen wir mal, nicht so richtig vorbereitet. Aber ich wusste ja nicht, dass er da die Leute dazu holt. Aber fand ich cool, fand ich gut, wie er gemacht hat, fand ich echt gut. Und auch ein dickes Lob an ihm, weil, und wenn ihr den Kanal nicht kennt, dann geht einfach mal rüber zu Mike on the Road on YouTube. Er hat auch geile Videos, ich habe alle seine Videos gesehen, auch noch als er mit dem, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber mit einem Pickup und einem Trailer dran gefahren ist. Ist echt ein cooler Typ und ich hoffe, das passt, dass wir uns irgendwann aus Küste mal treffen, weil wir zufällig in der gleichen Gegend sind. Letztes Mal haben wir uns wirklich verpasst, weil ich war auf derselben Interstate, ich war in derselben Richtung unterwegs, entgegengesetzt natürlich, aber und ich habe auch, sagen wir mal, in der Ecke auch gestanden und habe auch übernachtet. Aber naja, wie manchmal so ist. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir hinfahren und wo wir sind und können das vielleicht mal warm machen. Ja, vorhin war meine Kamera leider ausgefallen. Einfach ausgefallen, weil Batterie, hat mir gerne noch gesagt. Wieso? Die ist aber voll, wahrscheinlich war wieder zu kalt oder was weiß ich. Batterien manchmal sind ja auch komisch. So, ich habe schon abgeladen, Tab ist wieder am Boxen. Jetzt bin ich auch gleich wieder beim nächsten Kunden, weil er ist nicht weit weg. Was gut ist, dadurch verliere ich nicht so viel Zeit immer. Und was laden wir denn Schönes? Wir laden Holz natürlich für. Oh. Für Maryland. So, Ladung. Ladung hat fertig, um die Tür zu machen. Ich stehe hier ein bisschen auf der Straße. Und bin mir ja Uni. So, das ist meine Ladung. Lumber mal wieder, nicht Tarpen. Blauer Himmel. Blauer Himmel, Sonnenschein. 13 Grad. Oh, das ist doch schon Frühling hier. So, ich habe jetzt meine Lumberfuhre wieder. Oh, Papiere ist auch soweit erstmal alles klar. Ich fahre jetzt Richtung St. John zur Border. Aber vorher fahre ich noch kurz über den Workshop, weil ich brauche wieder meine ACE, also meine Einreisepapier für die Amis und die Rechnung. Da wird ja alles abgestempelt, wenn du da bist. Und Gott sei Dank habe ich gestern auch noch mein Esther ausgedruckt, weil das wollten die diesmal dann sehen. Weil da kommt nämlich ich habe ja so einen provisorischen Schein da im Pass. Der kommt dann raus und dann habe ich erstmal 2 Jahre Ruhe mit USA. So, von daher
war das euren Süd, dass wir gemacht haben. So. Nochmal schnell getankt. Wir machen das ja immer, oder wieso nicht? Aus irgendwelchen steuerlichen Gründen denke ich mal, sollen wir immer so viel möglich in New Brunswick tanken. Wahrscheinlich ist das wegen irgendeinen steuerlichen Grund hat das schon, aber den hat man nicht rausgekriegt. Ist wahrscheinlich simpler als ich denke. Aber da kriegen wir auch raus. So, ich habe jetzt alles. Papierkram, Diesel, DF, Truck ist bereit. Schönstes Wetter heute. Ich hoffe, das bleibt so. Werden wir sehen. Da war ich mir zu früh. So, steht der da wieder rum? Günstig? Aber er hat keine Emergency-Light an, also normalerweise kann ich an der Türklinke vorbeifahren, aber machen wir ja nicht. Wir sind ja gute Leute. Wir sind ja nett. Ah, die Leute sind so nett. Ich sag mal, du bist automatisch nett, weil selbst hier in der Tankstelle natürlich nett, sag ich mal. Nicht irgendwie aufgesetzt oder so, einfach nett. Grad und Sonnenschein. Perfektes Wetter. Frisur sitzt. Ich habe noch 28 Meilen oder 25, wenn man so will, bis zur Grenze. Und wir befinden uns gerade zwischen St. George und St. Stephen. Verkehr ist hier meistens okay, also kannst du echt nicht meckern. Die ganze Male, wo ich hier lang gefahren bin. Alles gut. Und jetzt sind wir gerade, okay, St. Andrews by the Sea.
Hallihallo! Willkommen im schönen Main! Ja, ich habe gerade, wie gesagt, Grenze war wieder, sehr netter, muss ich sagen. Alles wunderbar, brauchte auch nicht in den Röntgentunnel. Der vor mir war so ein, so ein Dry-End, der musste rein. Und dadurch war das eh besetzt, dann konnte ich gleich weiterfahren. Ja, Fahrzeit hat noch 4,44. Nicht Fahrzeit wirklich, aber Schichtzeit. So. Das heißt, ich werde hier noch durchbrummen. Das sind so verhältnismäßig 1,5 Stunden und dann werde ich mal gucken auf der 84. Wahrscheinlich im Maine oder kurz Connecticut. Mal sehen, werde ich denn wohl für heute Schluss machen müssen. Das heißt, morgen war ein schönes Ende. Aber sollte normalerweise funktionieren, dass ich morgen Abend da ankomme. Pause brauche ich eigentlich nicht mehr machen, weil das lohnt sich irgendwo nicht. Denn wenn ich jetzt eine Pause mache, dann habe ich nur noch 20 Minuten Fahrzeit. So. Also sei es drum. Die 20 Minuten, die kann ich mir schenken. Da fährst du gerade mal vom Service runter. Du kannst ja schon wieder im Fitz nicht mal den nächsten. Ja, mal sehen, was das wird. Wie gesagt, so normalerweise 1,5 Stunden gucke ich mal, weil dann kannst du immer nur so 60, 65, 70 Meilen fahren. Und von daher warten wir mal ab, wenn wir hier erstmal durch sind. Weil hier ist eh nichts. Hier sind so 2-3 Parkspuren, mehr hast du auch nicht, für die nächsten 70 Meilen. So, mal wieder Zwischenmeldung. Waterville ist jetzt dicht bei, also auf dem Weg nach Portland. Und ja, wie der Zufall so will, der Mike on the Road ist auch so auf der 95 unterwegs oder auf der 295. Und jetzt haben wir einfach mal, hat er mir vorgeschlagen, am Exit 43 werden wir uns treffen. Ist ein Quickstop, ist eine Tankstelle. Und da werden wir uns mal kurz treffen. Wir haben ungefähr denselben Weg jetzt dahin. Und er fährt dann weiter Richtung Norden und ich fahre weiter Richtung Süden. Und ja, das ist natürlich letzte Woche Freitag oder Samstag haben wir noch über Instagram kurz gesprochen und dass man sich ja mal treffen könnte. Und heute klappt das nun gleich mal. Das ist natürlich spitze. Ja. Da freue ich mich natürlich drauf. Hab noch ein paar Meilen dahin und ja, finde ich absolut cool, dass es klappt. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass er mehr wieder Richtung Süden unterwegs ist, weil er die Woche, glaube ich, nach Hause fährt oder Richtung Heimat fährt. Aber dass das jetzt noch klappt, das finde ich absolut klasse. Jetzt sind wir Richmond, Exit 43. Jetzt wollen wir uns mal mit dem Mike treffen, Mike und Cherry. Exit 43, Richmond, Litchfield. Kommt mir schon wieder vor wie in England, ey. Richmond und Litchfield. Naja. Mir eigentlich noch was sagen können. Dass er schon fährt nach rechts.
jeden Fall stehen da schon mal Trucks, aber ich weiß nicht, wie groß der ist. Please drive to highlighted route. Hier ist noch nicht da. Hinter mir ist er. Mal schnell off duty. So, da ist er. Habt ihr einparken sehen? Und Cherry auf dem Beifahrersitz. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen aus Richmond. Richmond Gardner. Das ist an die 295. Ist so eine Umfahrungsstraße. Ist ein Ist ein Quickstop, ist ein bisschen neblig heute Morgen. Ich habe mir gestern entschieden, nachdem ich mich mit Mike getroffen habe hier. Mike on the Road. War absolut super, super, super geil Treffen für mich jedenfalls. Und ich muss ja wirklich ihm die absolute absoluten Respekt und wirklich Hochachtung, was er auf die Beine gestellt hat und was er gemacht hat. Absolut geil. Hat er absolut mein totale Hochachtung und Respekt. Ist ein super Typ, absolut super Typ. Wir haben uns gut unterhalten. Hier auf dem Quickstop und wie gesagt, er ist dann später aufstehen geblieben und ist auch nicht mehr weitergefahren. Und wer den, wie gesagt, von meinen Zuschauern hier vom Kanal, wer ihn noch nicht kennt, ist Mike on the Road, ist ein YouTube-Channel über Trucking Amerika, also in den USA. Und kann ich nur wirklich nur empfehlen, ist absolut. Geiler Sender. Ich habe mir die ganzen Videos angeguckt und folge natürlich auch, was er weiter macht, gerade hier in den USA. Und war schön gestern, absolut, absolut genial. Ist auch, dass man sich da mal trifft und wie gesagt, auch die gleiche Sprache spricht, das ist natürlich auch
schön. Und wenn man dann noch irgendwo aus der gleichen Gegend ist, ist es natürlich auch noch. Und jeder hat ja so seine Geschichte. Und von daher war wirklich kurzweilig, sehr kurzweilig. Und jetzt haben wir den nächsten Morgen. Ich bin schon, sagen wir mal, ziemlich ready. Ich mache jetzt gleich mein ELD aktiviere, dass ich on duty bin. Und dann fahre ich auch schon los. Ich habe noch eine Menge vor mir heute. Aber gestern hatte ich nach der Pause sowieso bloß noch eine Stunde Fahrzeit. Und da hätte es sich nie mehr lohnt, wirklich da noch weiterzufahren. Und dann wäre auch der Feierabendverkehr gekommen und da hatte Mike Williams recht. Und da haben wir geschlossen, sind wir hier stehen geblieben. War ja auch in Ordnung. Ich stehe gerade hier auf einer Irving. Ich mal so rumzeigen. Ist so ein Quickstop, der ist nicht viel los, aber wie es natürlich immer so ist, hier nebeneinander. Neben mir stehen zwei Reefer und die haben meine Nacht nicht so wirklich berühmt gemacht. Ja, und natürlich nicht zu essen, nicht nur meinen Cup, auch Sherry getrunken. Sherry ist eine Liebe. Echt. Also, ist so ein, wie soll man sagen, ist so ein Hund, als ob der schon, ja, der kennt das. Und wenn du Sherry ein bisschen beobachtest, das ist so ein richtiger Hund, ein richtiger Trackerhund. Sitzt auf dem Beifahrersitz, guckt die Gegend. Nee, Sherry ist eine Liebe. Ja, von daher werden wir mal sehen. Wir fahren ja Ostküste, das heißt, wir fahren ja öfter die Richtung und werden wir sicherlich irgendwo die Zeit haben, einen Kaffee zu trinken oder auf dem Break. Gestern war gut, hat sie gepasst. Wir fahren dieselben Autobahnen. Und da ist es natürlich auch okay, wenn man sich da mal kurz trifft. Ja, für mich geht es heute weiter Richtung Maryland. Ich habe noch, wie gesagt, New York vor mir. Ich habe heute noch, lass mal gucken, 599 Meilen. Sollte sich aussehen, 949, zeige ich da mir an. Ich werde heute Abend ankommen beim Kunden. Aber werde natürlich vorher irgendwo vom Rastro fahren. Ich werde nachher mal eine Pause machen, da werde ich mir mal angucken. Mein Dispatch hatte mir auch eine Möglichkeit geschickt. Mit Parken. Müssen wir mal gucken, wie die Facilities sind. Weil ich fahre nicht gerne irgendwo auf ein Park-Area jetzt hier, so wie Walmart oder so. Weil Walmart hat eine Toilette auch, aber ja, ich komme schon. Da bin ich ein bisschen anders. Der Tag erwacht. Es wird hell. Es wird hell. Ja, ich bin schon 1,50 unterwegs, jetzt fast 2 Stunden. Wir fahren jetzt ein in Massachusetts. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen Kommentare gelesen auch auf Instagram und vielleicht muss ich da noch irgendwo nicht eine richtige Stellung, aber beim Work Permit jetzt zum Work Permit. Also das, was ich da hört sich ja jetzt ein bisschen viel an, aber ich kann ja nur von dem erzählen, was ich selber gemacht habe. Es gibt sicher andere Wege, es gibt andere Visa, die du machen kannst. Es gibt immer irgendwo andere Wege und vielleicht auch einfache Wege. Vielleicht gibt es noch einfache Wege für Leute, die die andere Richtung anschlagen. Ich habe jetzt ja nur davon gesprochen, wie das vor sich geht, wenn du den Weg hier in Ikeang bist, also über Job und über diese Anforderungsnummer. Aber ich will da keinen abschrecken, um Gottes Willen. Gottes Willen. Ich denke, dass was ich vielleicht auch zeigen, es ist immer möglich.
es ist halt immer, kommt immer noch an, ob du das willst oder nicht. Wenn du das unbedingt willst, dann kannst du das auch machen. Ja. Ich meine, es gibt immer diese, habe ich glaube ich in einem früheren Video schon mal gesagt, es gibt immer diese drei Phasen für mich jetzt, die ich so die ich so sehe, die drei Phasen. Das ist erstmal, das ist natürlich der Wunsch und der Traum. Ja, der Wunsch und der Traum ist da. Und der zweite Schritt ist eigentlich der, das dann anzugehen. Das heißt, diesen ganzen Papierkram, diese ganze Prozedere da durchzugehen, dann ist dann die Phase 2. Und da muss man dann auch schon, da zeigt sich das auch schon, da muss man dann dementsprechend dranbleiben. Weil das in manchen Dingen dann zeitaufwendig ist und man auch mal mit Rückschlägen rechnen muss, was jetzt wieder länger dauert und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr lange Phase eigentlich. Und das ist jetzt unterschiedlich. Für jeden oder für den einen oder anderen ist der Traum vielleicht schon länger, existiert auch schon länger. Aber die Phasen an sich ist diese Phase mit dem Papierkram und um dann den richtigen Weg zu finden, ist das schon eine sehr lange Phase. Und da muss man halt ein bisschen Aufwand betreiben. Zeitaufwand, ich rede hier von Zeitaufwand. Und da gibt es die dritte Phase und das ist dann die emotionale Phase. So nenne ich sie jetzt mal. Weil das ist dann der Punkt oder der Moment, wenn das Ergebnis kommt und du deine Einladung bekommst und dass du dann wirklich fliegen kannst. Ja, dann, also der quasi dann der Schritt zu gehen. Das ist, denke ich mal, die Phase 3, die ist emotional und die ist, ich denke mal auch, ich würde nicht sagen die schwierigste, aber die, ich nenne sie mal die interessanteste Phase. Ja. Weil da hast du dann diese, für dich selber, ich kann das jetzt nicht pauschalisieren mit irgendjemand anders oder generalisiert, dass man sagt, das ist jetzt generell für jeden so. Nee, aber das ist dann so die Phase, wo du dann diese unterschiedlichen Gefühle hast. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und aber es ist auch die most, in Englisch, the most exciting part. Also der aufregendste Part eigentlich vom Ganzen. So. Und der hält dann so lange an. Eigentlich der hält immer noch an, weil du ja immer noch in der Phase bist, dass du angekommen bist, aber noch nicht angekommen bist. Du bist quasi wie am Wiederaufbau und mit den ganzen Sachen umzugehen, weil du ja jeden Tag dazulernst. So. Ja, so würde ich es einfach mal beschreiben. Also, wie gesagt, ich will niemanden abschrecken. Für mich persönlich denke ich, dass man, jeder macht ja seine eigene Entscheidung und jeder ist ein Unikat und jeder ist ein Individuum und jeder hat seine eigene Persönlichkeit und daher kann ich nur, und das ist ja nicht, was ich mache, ich erzähle ja nur, was ich gemacht habe. Das heißt ja lange nicht, dass das jeder machen muss. Ja. Nur am Ende vom Tage, wie ich das immer so sage und wie ich oben einen Kommentar geschrieben habe, it's never too late for change, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Der Change muss ja nicht heißen, ich gehe jetzt nach Kanada, USA oder was immer. Das muss ja nicht, sind ja nicht, ist egal, was man macht, denke ich mal. So, das ist eigentlich, ja, mein Statement dazu. So. Ja, so sieht's aus hier. Rest Area. Angekommen. Ein bisschen Fahrzeit habe ich noch, aber noch 49 Minuten, aber ich habe nur noch 8 Meilen bis zum Kunden. Und das ist perfekt für mich. Weil ich muss um 6.30 Uhr kann ich da rein. Also muss ich irgendwo schon
Ich wollte vorne auf der TE, aber das hätte mich dann wieder anderthalb Stunden gekostet, morgen früh. Und naja, das wollte ich genau nicht. Ich wäre zwar dann um 3:30 schon gestanden, aber macht ja auch nicht so richtig Sinn für mich. Also haben wir noch eine Rest Area, das ist gleich diese Welcome Center von Maryland, also ist quasi an der State Border, wo ich jetzt stehe. Ja, bei mir war auch nicht. Ich bin jetzt die letzten 40 Meilen oder 38 Meilen auf dem Highway 15 gefahren. Das heißt, hier auf dem Interstate. Ich habe noch eine Tankstelle davor. Aber es ist ja immer ganz schön, wenn man relativ dicht schon beim Kunden steht. Dann ist es einfacher morgen früh. Und was natürlich ganz wichtig ist hier in den US, man hat ja dann man verschwendet seine Zeit nicht so. Und je nachdem, wo ich morgen hin muss, zum Schluss dann, entscheidet es ja darüber, wie weit ich noch komme. So. Also. Ich mal jetzt Feierabend. Wir haben hier Facilities, sehen ganz gut aus. Ich werde mal eine Runde um den Block laufen. Und mal gucken, wie es so aussieht hier. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen früh. Bis dahin.